Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Mass Effect. Bevor wir groß loslegen, haben wir zwei Sachen. Naja, mehrere, nicht nur zwei Sachen. Sondern erstmal Codex. Das machen wir weg. Ah, Mist, der hat das auch alles weggemacht. Aber ich weiß noch, wo es gewesen ist. Die Allianz, und zwar die Heimatwelt und Hauptstadt der Menschen, steht an den Anfängen eines neuen goldenen Zeitalters. Die Erträge aus einem Dutzend Raumkolonien und 100 industriellen Außenposten fließen zurück zur Erde und unterstützen damit Industrie, Handel und Kulturleben auf dem Heimatplaneten. Durch den Bau archäologischer Wolkenkratzer und der Nutzung von Telearbeit konnte sowohl die Landnutzung als auch die ökologische Qualität der Metropolen verbessert werden. Durch den Bau archäologischer Wolkenkratzer und ja, die Nutzung von diesen Telearbeit Satz hatten wir doch schon. Konnte sowohl die Landnutzung als auch die ökologische Qualität der Metropolen verbessert werden. Wissen Die Erde wir teilt sich immer noch in verschiedene Nationen auf, die aber alle unter dem Dach der Allianz eine gemeinsame Politik betreiben. Den Menschen ist ein längeres und gesünderes Leben als je zuvor vergönnt. Allerdings klafft die Schere zwischen Armen und Reichen immer weiter auf. Den fortschrittlichsten Nationen ist es gelungen, die meisten genetischen Krankheiten und die Umweltverschmutzung unter Kontrolle zu bekommen. Dagegen sind die weniger entwickelten Regionen auf dem Stand des 20. Jahrhunderts stehen geblieben. Dort leben viele Menschen in smoggeplagten und überbevölkerten Slums. Das Meeresniveau hat sich in den letzten 200 Jahren um 2 Meter erhöht. Und infolge der Umweltschädigungen des 21. Jahrhunderts ereignen sich beinahe täglich Klimakatastrophen. Allerdings konnten viele Probleme mit Hilfe fortschrittlicherer Technologien in den letzten Jahrzehnten gelöst werden. Okay, also auch nicht wirklich alles rosig, wie es aussieht. Warum ich wusste, wo das jetzt ist, dieser Codex-Eintrag. Ich habe schon eine Aufnahme gemacht gehabt, da ist mir aber das Spiel abgestürzt, dummerweise. Und ja, da muss ich halt alles nochmal neu machen. Daher wusste ich das jetzt. So, dann haben wir Tagebucheintrag. Und zwar hier DVI-Röhren ausschalten. Hier scheint es 3 Röhren zu geben, à la 6 Einteilungen. Das heißt, wir müssen wohl wirklich alle 3 Komplexe machen. Ich hoffe mal, die anderen 2 Komplexe werden jetzt nicht so schwierig. Noch schwieriger, weil wir hatten ja hier schon Schwierigkeiten. Wobei das eigentlich nur an der Masse lag und damit die, weil die alle aufeinander gelegen sind. Na gut, dann schauen wir noch unter Ausrüstung. Da haben wir noch Energiegewebe, Stabilisator, Exoskelett. Ja, doch gar nicht mal so schlecht. Das schauen wir uns alles mal hier jetzt noch genauer an. Erstmal Panzerung. Da haben wir das Medizininterface. Oh, nicht schlecht. Aber ich glaube, da lasse ich das Medizininterface drin. Was haben wir hier alles noch? Stabilisator, Waffenstabilität, ist gar nicht mal so schlecht. Laufverlängerung, ja okay, das andere ist nicht so interessant. Giftschaden, Schildumgehung. Ja okay, da lassen wir auch alles so, wie es drin ist. Aber der wichtigste Punkt ist jetzt immer noch der hier. Wir können wieder Erfahrungspunkte vergeben. Ich glaube, ich wollte auf Barriere mal hochgehen, auf Erweiterte. Hatten wir die nicht schon auf Erweiterte Barriere? Ich hätte schwören können, die hätten wir schon gehabt. Na, anscheinend habe ich mich geirrt. Dann gehen wir hier 2 Punkte mal drauf. Dann ist das auch erledigt. Ashley steigern wir entweder Fitness oder Soldat. Ich würde sagen, wir machen mal Soldat mal voll. Und Tully ist, da gehen wir auf erweiterte Schütze. Oder sollen wir lieber auf Hacken hochgehen? Auf meisterhaftes Hacken. Ach kommt, wir gehen auf Hacken ein bisschen. Das sollte uns auch hier relativ gut nützen, denke ich mal. So, dann wollen wir mal weitergehen. So, und da haben wir die 8 Kerne.
und keine Gegneranzeigung. Und ein Codex-Eintrag, aber nur sekundär. Okay. Moment, war da nicht noch irgendetwas? Ah ne, das ist nur die VI-Röhre. Aber ich glaube, wir müssen die ja ausschalten, hieß es. Ich glaube wohl. Geht die nicht so einfach kaputt? Giftgas wird in den Bunker eingeleitet. Das heißt, wir sollten uns vielleicht ein ganz kleines bisschen beeilen. Wo ist denn der Nächste? Da ist noch einer. Also bisher scheint es uns nichts auszumachen. Aber wir müssen ja trotzdem nicht unbedingt länger als nötig hier drin sein. Aber ganz ehrlich, das Giftgas scheint uns gar nichts auszumachen. Vor allem könnten wir doch bei Giftgas dann einfach unseren Helm anlegen. So, die Lichter auf der optischen Anzeige blinken auf und verlöschen. Einer der drei VI-Cluster ist offline. Gut, dann wollen wir mal zum nächsten Bunker gehen. Hier scheinen wir ja fertig zu sein. Wo kommen wir denn raus? Ich glaube, da hinten geht's weiter. Ja, genau. So war's. Nein, also wenn das Giftgas uns wirklich was gemacht hat, das wäre dann doch ein bisschen unlogisch gewesen. Weil wir sind gleich in der luftleeren Atmosphäre. Ist das überhaupt Atmosphäre? Im luftleeren Raum vom Mond. Und, ja. Ich werde jetzt mal rüberlaufen, damit ich nicht vergesse, dass wir diesen Bunker hier schon gemacht haben. Ist zwar ein bisschen jetzt zu laufen, aber so weit ist es jetzt auch nicht entfernt. Und somit wissen wir schon, dass der Bunker gemacht worden ist. Ja, hier speichern wir nochmal lieber und gehen mal rein. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Die Karte ist haargenau dieselbe wieder. Ja. Okay, hier können wir auch nochmal speichern. Okay. Ah, da ist noch eine gesicherte Kiste. Schauen wir mal, ob wir die aufkriegen. Ja, kein Problem. Sehr schön. Ich bin hier lieber sicher, vorsichtshalber mal gehe ich nochmal auf sicher und speichere hier nochmal ab, bevor da irgendetwas. Naja. So. Machen wir hier einen Warp. Und sie soll einen KI-Haken mal reinmachen. Ja, hier geht's ganz schön ab. Schütze ist, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Oh, Tali liegt auf dem Boden, das ist schon mal schlecht. Was ist das?
Ich sag bloß, das war's schon. Okay, speichern. Damit hätte ich es nicht gedacht. Na gut, dann wollen wir mal die nächsten Röhren erledigen. Mal sehen, ob jetzt wieder was passiert wie Giftgas. Genetische Barrierenfelder werden im gesamten Bunkerkomplex hochgefahren. Oh, okay. Das sollte doch aber kein Problem sein, da dran vorbeizuschießen. Sehr schlechter Schutz, hätte ich gesagt. Ne. Oh. Was ist jetzt hiermit? Ah. Okay, die kann man einfach wegschießen. Oh, das ist auch nochmal eine. Können wir die auch einfach wegschießen? Ja, das geht auch. Also ein wirklich sehr schwacher Schutz. Entweder einfach nebendran schießen. Oder die Barriere wegschießen. Genauso effektiv wie das Giftgas. 2 der 3 VI-Cluster sind offline. Außerdem haben wir jetzt alle die Helme auf, wie es aussieht. Okay, dann noch zum letzten Bunker. Okay, der Bunker hier war um einiges einfacher als der erste. Da hat es mit diesen Drohnen um einiges besser geklappt. Und diese Felder sind wirklich ein Witz eigentlich. Ich meine, ich will mich jetzt nicht beschweren oder sowas. Aber, okay, in den Warmer, da steht's Marco, das heißt, wir müssen dahin. Ich will mich jetzt wirklich nicht beschweren. Aber, wenn die Drohnen wirklich mal auf einen Haufen sind, hat man kaum noch eine Chance gegen die. Die machen so viel Schaden. Wenn man es aber irgendwie vorher irgendwie fertig kriegt, läuft es um einiges besser. Und sobald die weg sind, gibt es überhaupt keine Probleme mehr. So, Bereichskarte. Wege gehabt. Oh. Okay, also hier sind auch... Mit ganzen Komplex meint die wirklich ganzen Komplex. Und zwar alle 3 Bunker. Naja, gut. Diese Felder sind ja jetzt nicht... So, die Welt. Okay. Speichern fehlgeschlagen. Okay, dann sind wir wohl anscheinend viel zu nah jetzt dran. Aber ich habe ja zum Glück draußen gespeichert. Okay, hier sind schon um einiges mehr. KI-Haken. Warp. Und da hinten machen wir... ja, genau. Und da machen wir eine Sabotage ran. Oh. Der da, der macht viel Schaden. Oh, okay.
Das sieht jetzt nicht so sonderlich gut aus. Ja, aber das war klar, dass das nicht geht, wenn so viele vor einem stehen. Das war jetzt klar, vor allem wenn sie diese Raketendinger machen. Ach, okay, ich muss nochmal rein. Okay, man kann allgemein nicht mehr speichern hier drin. Nun gut. Dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Allgemein war es eigentlich eine relativ coole Idee. Hier zurückzubleiben. Und so kommen zu lassen. Und hier, was haben wir da alles? Immunität. Schütze. Ah, und ein Volltreffer. Allgemein finde ich es eigentlich nicht so verkehrt, hier jetzt stehen zu bleiben. Es sieht jedenfalls danach aus, als ob das ganz gut funktioniert. Da kommst du wenigstens einzeln. Man könnte sie einzeln machen. Allerdings kommen sie dann mit diesem Schuss und brauchen nur nach vorne zu schießen und, naja. Ich werde mal Tali noch ein bisschen heilen. Ich meine, wir bekommen ja ohne Probleme neue Medipacks. Kommen sie? Kann Tali hier vielleicht... Nee, kann sie leider nicht. Während das Ding abkühlt, können wir aber Dings reinmachen. Und wir haben noch den nächsten Stufenaufstieg. Okay, das geht ja richtig flott. Eine Sabotage können wir hier reinmachen. Und hier können wir, glaube ich, noch eine... Nee. Gut, die sind weg. Okay, die sind auch weg und wir haben Medigels gekriegt. Und ihr könnt speichern, das heißt, das waren sie. Pfui. Das war jetzt nicht ganz so einfach. Zum Glück haben sie sich leicht austricksen lassen. Okay, das ist, dürfte alles dasselbe sein. So. Speichern geht nicht. Spektre. Barriere. Da machen wir auf jeden Fall das Erweiterte rein. Warp ist Schaden. Heben ist nicht schlecht. Werfen ist nicht schlecht. Und es ist alles hier das Meisterhafte. Aber allerdings benutze ich auch relativ viel Pistole. Dann gehe ich vielleicht auf erweiterte Schütze noch und danach steigere ich hier mal wieder ein bisschen rum. Weil Pistole benutze ich eigentlich auch relativ gerne und relativ viel. So. Hier wollen wir vielleicht mal Hacken erstmal auf Maximum steigern, hätte ich gesagt. Jetzt, wo wir so weit gekommen, schon gekommen sind, würde das, denke ich, auch Sinn machen. So, das Ding ist weg. Kann es jetzt wirklich sein? Innerhalb auf diesem Mond haben wir zwei Levels hingekriegt. Oh, voilà.
Das nenne ich gar nicht mal so schlecht. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob hier noch was Neues kommt. Aber ich glaube, das machen wir dann beim nächsten Mal. Dann kriegen wir diesen Mond hier fertig, denke ich mal. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!